gekämpft wird, erreicht der kleine sowjetische Voraustrupp, zu dem auch die Dolmetscherin Jelena gehört, die Reichskanzlei. Sind. Die letzte Hoffnung, ihn zu identifizieren, sind die Zähne. Ist allen Zahnarztbesuchen Hitlers zugegen und kennt seine schlechten Zähne nur zu gut. Ihre Skizze passt exakt zu dem Kiefer, den die Sowjets geborgen haben. Damit ist jeglicher Zweifel ausgeräumt. Die verkohlten Überreste, die im Garten der Reichskanzlei in einem Erdloch verscharrt waren, sind tatsächlich die von Adolf Hitler. Hitler ist zweifelhaft. Die Ermittlungsakten, Beweisstücke und Teile von Hitlers Schädel lagerten also hier im Staatsarchiv. Während im Archiv des KGB Teile der Zeugenaussagen wie die von Käthe Häusermann unter Verschluss gehalten wurden. Neben dem Hauptbeweisstück, Hitlers Zähnen. Aber wo waren die Leichen? Die verbrannten Überreste von Hitler und Eva Braun? Die Überreste waren dem Stabschef der 3. Armee anvertraut worden, die in Ostdeutschland stationiert war.